Tatum O'Neill. Sie alle kennen sie aus Paper Moon und haben sie in ihr Herz geschlossen. Jetzt kommt ihr neuester Film. Hör zu, ich find's auch nicht toll, in einem Zimmer mit dir zu schlafen. Du wirst nie aus dem Weg gehen und ich störe dich nicht. Ist das klar? Freundschaften beginnen manchmal auf seltsame Weise. Christy McNichol, jedermanns Lieblingstochter aus der Fernsehserie Eine amerikanische Familie, ist wirklich ein kleines Biest. Zeig mal, was du so kannst. Oh. Ha? Wer sagt's denn? Ein kleines Biest. Tatum und Christy zum ersten Mal zusammen. Und wenn zwei solche Kaliber aufeinandertreffen, dann gibt's eine kräftige Explosion. Verdammt, Angel! Sie sind keine Lämmer. Sie sind keine Schmusekätzchen. Oh nein, sie sind kleine Biester. Das wird eine besondere Zeit für euch. In diesem Sommer werdet ihr etwas erleben, was ihr bestimmt noch niemals erlebt habt, Kinder. Angel tritt gegen Ferris an. Und wer zuerst seine Unschuld verloren hat, gewinnt. Du hast gerade $100 verloren, Großschnauze. Die wilde Jagd geht los. Und alles, was wie ein Mann aussieht, ist zum Abschuss freigegeben. Verrätst du mir, wie du heißt? Ich heiße Randy. Aber fall nicht auf den Namen rein. Wow, der Junge ist toll, der ist klasse. Das war nur ein kleiner Ausrutscher. Okay, du musst nur überzeugend sein. Oh, das ist so romantisch. Das war nett. Naja, ich habe ein bisschen Ahnung. Toll. Und er hat es wirklich getan? Er war unglaublich hinreißend. Wen? Sie wissen schon, Romeo und Julia. Eine wundervolle Geschichte und so romantisch. Das ist eine ganz schön heiße Nacht heute. Das gibt's in keinem Buch, das kann ich euch sagen. Das ist riesig. Weißt du was? Du bist wunderbar. Wie machen wir denn das mit der Verhütung? Verhütung? Tatum O'Neill? Ich liebe sie, Mr. Callahan. Christy McNichol? Ich bin doch keine Frau. Randy. Sie wollen wissen, wie es mit unseren kleinen Biestern weitergeht? Okay, ganz einfach. Kommen Sie und sehen Sie kleine Biester.